Was geht ab? Wir haben den 11. Juli, kann das sein? 11. Juli 2019. Die Uhrzeit ist nicht so wichtig. Und mein YouTube-Kanal BernhardTV hat 1700, oder? 600? Boah, ich weiß gerade nicht. 1000, nee, 1700 irgendwas 60 Abonnenten, irgendwas sowas, ja. Ich weiß es gerade nicht, ehrlich gesagt, ja. Und boah, Klicks. So. Liebe Leute, es gibt einiges bei Eintracht Frankfurt, was so jetzt passiert ist, die letzten 2, 3 Tage. Zuvor muss ich aber eine Sache, eine Schuld loswerden. Ja, also ich muss eine Schuld begleichen. Es gibt einen wunderbaren Abonnenten hier bei Bernhard TV. Ja, der gute heißt Flo. Er kommt aus Frankfurt, mein guter Herr. Ja, ich hoffe, Sie gucken dann das jetzt und vergessen das nie wieder. Ja, der gute Herr hat mich gefragt, was er jetzt so mit seiner Zukunft anfangen soll. Er hat jetzt, wie war das? Realschule haben Sie gemacht oder sowas? Ja. Und ich habe gesagt, hier, passen Sie auf. Wenn Sie jetzt Ihr Fachabi machen und es mir versprechen, dass Sie das machen oder dass Sie Ihr Abitur machen jetzt, ja. Und nicht irgendwie auf die Straße rumhuren gehen, ja? Dann werde ich Sie grüßen. Sie wollten unbedingt, dass ich Sie grüße. Und das ist die Voraussetzung. Sie müssen jetzt Ihr Fachabitur machen, ja? Am besten noch Abitur danach, ja? Und ich habe ihm versprochen, wenn er mir in einem Jahr oder in 2 Jahren sein Zeugnis vorlegt, dass er das gemacht hat, dann lade ich ihn ein zu Bernhard TV und wir machen irgendwas. Keine Ahnung, auf was der gute Herr Lust hat. Hauptsache, Sie machen Ihre Schule, verdammte Scheiße. Ja, so, ich grüße Sie jetzt, ja? Ich weiß, ich wollte es schon vor 3 Wochen machen, ich habe es immer wieder vergessen, aber hey. Ich habe jetzt meine Schuld beglichen. Ja, ich will, Sie machen jetzt Ihre Zukunft gut. Schule. Ja, so. Weiterhin. Eintracht Frankfurt. Uiuiui, was, wo fangen wir an? Wo fangen wir da an? Also, ja. Was ist da jetzt eigentlich Sache? Zuallererst Hiobsbotschaft. Ja. Jibril So verletzt sich einfach so. Okay, ich weiß nicht, ob einfach so, aber verletzt sich im Training. Sehnenabriss oder irgendwas, ja. 8 bis 10 Wochen Pause. 8 bis 10 Wochen Pause am Anfang der Vorbereitung bedeutet effektiv locker 12 bis 14 Wochen, wenn nicht sogar noch mehr Ausfall, dann später in der Saison. Das sind ja, 3, 4 Monate. Also wir können getrost mal davon ausgehen, dass die halbe Hinrunde ohne den guten So stattfinden werden muss. Wie finden wir das? Wir finden es natürlich katastrophal. Ich kann gar nicht so laut schreien und kotzen, wie viel ich möchte. Das, Eintracht Frankfurt halt. Es ist halt so, ich weiß nicht, wir haben immer so ein Glück mit unseren Neuverpflichtungen, ja. Da kommt der Rekordtransfer, ja. Der die großen Veränderungen herbeiführen sollte, die Verbesserung, alles hin und her. Der Wunschspieler, ja, der auserwählte Neo von The Matrix und sowas, ja. Und dann verletzt er sich so hart. Und dann ist es so, ja. Es ist einfach bitter. Es macht natürlich, es nimmt einem schon den Spaß, ja. Es ist doch immer so, wenn du einfach eine gewisse Qualität hast und eine gewisse Stärke zeigen könntest, aber die nicht kannst. Weil, ja, es fällt dann Spieler aus. Oder in der Saison ist gesperrt oder sowas. Was ist das? Es ist scheiße einfach nur. Was soll ich sagen? Es ist ekelhaft. Es nervt einfach nur. Und ja. Aber, liebe Leute, ich will jetzt, wie gesagt, ich habe schon einiges gelesen hier. Oh nein, wir müssen sofort einkaufen gehen. Einkaufen gehen wieder. Ersatz holen. So ein Bullshit, Alter. Was wollten die einkaufen da, ja? Ey, 3, 4 Monate, da holst du doch keinen Spieler, der dann, der jetzt viel Geld kostet, viel Gehalt kostet, und dann hast du einfach noch einen Spieler mehr. Und gerade auf der Position, wo wir sowieso schon Überangebot haben in der Mannschaft und wo wir erstmal Spieler entsorgen müssen, ne? Also verkaufen, entsorgen klingt so nach Tony Soprano-Style, ja. Aber nee, es ist einfach scheiße, aber ich würde doch jetzt keinen neuen Spieler holen, verdammte Scheiße, das ist doch Bullshit, ja. Gerade wo wir einen Core haben, ja, auf der Position. Rode schien ja heute Morgen, das was ich gesehen habe, ich bin auch. Ich war heute schon mal kurz wach, ich war beim Friseur vorhin kurz. Dann bin ich nach Hause gegangen, habe noch eine Stunde geschlafen, jetzt möchte ich zur Arbeit fahren, ja. So.
Und als ich schon mal wach war, habe ich gesehen, irgendwas mit Rode, es scheint so gut wie klar, 4 Millionen hin und her, gut, ich will jetzt rumheulen, weil wir 3 zahlen wollten, jetzt zahlen wir 4 und hin und her, wir wissen alle, was wir an Rode haben, lohnt sich meiner Meinung nach, wenn er wieder fit ist und so hin und her. Wenn er auch noch kommt, dauert ja auch noch sowieso locker mindestens dieselbe Ausfallzeit wie bei So und so weiter, aber ey, liebe Leute, mit Cor, mit Toro, mit Fernandes, mit De Guzman, mit gegebenenfalls sogar Hasebe mal wieder, wobei ich es nicht so gerne sehen würde, dass er nochmal dort spielt. Und was weiß ich, also die erste Zeit müsste das wohl über locker zu überstehen sein und besonders natürlich erst recht die Qualifikationsspiele. Ja, so. Bitte, aber was will man dagegen machen? Ja, so, es ist halt einfach so. Müssen wir jetzt runterschlucken und weitermachen. So. Des Weiteren gab es dieses Angebot, ja, was wir jetzt gestern für Haller, 40 Millionen von West Ham United, bla bla. Es ist so ein Bullshit. Es ist so ein Bullshit, verdammte Scheiße. Ich weiß gar nicht, wer auf den Scheiß, auf so einen behinderten Gedankengang kam, ja. Nur weil West Ham irgendwann vor 100 Jahren mal da irgendwie rumgegeistert ist bei Haller und sowas. Warum sollte er zu West Ham wechseln? Es war ganz ehrlich, so viel. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass Eintracht Frankfurt ihn jetzt zum Topverdiener machen wird die Saison. Also, dass sie sein Gehalt, also es wird so sein. Der Fahrplan für Haller, meiner Meinung nach, wird es so sein, dass sie ihm auf jeden Fall den Vertrag verlängern werden und er wird mitspielen. Unter derselben Voraussetzung wie bei allen anderen, zu sagen, ey, gib uns nochmal die Saison. Vielleicht, wer weiß, vielleicht noch werden es nochmal 2. Du wirst hier sehr gutes Geld verdienen, Topverdiener werden. Aber dafür, wenn du jetzt verlängerst und sowas, verdienst du mehr. Spielst doch hier, wo du dich wohlfühlst. Und wenn dann jemand ankommt, ein krasser Verein, dann legt er schön Geld auf den Tisch, dann profitieren wir beide davon. So wird es sein. Bobic macht das so und so ist es auch schlau, ja. Deswegen, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn nicht jetzt noch irgendwo jemand ankommt mit, gehobenem Champions League Format, ja, was ich nicht glaube, so, ja. So, und warum sollte er nach West Ham gehen, Mann? So viel wird er dann nicht mehr verdienen, wenn du in Frankfurt zum Topverdiener machst. Ich meine, auf die paar Kröten kannst du da nicht mehr ankommen, jetzt mal ganz ehrlich, ja. Und West Ham ist es meiner Meinung nach, kann man heutzutage schon mal mit Stolz behaupten, eine eindeutige Verschlechterung sportlich, was Eintracht Frankfurt angeht, ja. In Bezug auf Eintracht. Natürlich ist England die Liga und hin und her und so. Was ist West Ham, Alter? West Ham, Alter. In dem Bocek steckt Schinken versteckt, ja? So, und Bullshit, ja? Und auch noch für 40 Millionen, ey, da fehlen mir die Worte für 40 Millionen, ja? Das ist, okay, er hat nur noch ein Jahr Restvertrag und hin und her, aber 40 Millionen, das geht einfach nicht. Das darfst du als Verein nicht machen. Du musst alles daran setzen, den Vertrag zu verlängern, um ihn dann. Weil, ey, normalerweise, Haller ist im besten Fußballeralter, normalerweise musst du den für noch mehr als Jovic verkaufen können. Ja? Weil Jovic ist ein Knipser. Schön und gut. Ja? Jovic funktioniert in jeder guten Mannschaft, wird Jovic funktionieren und Tore machen. Ja? Aber Haller, der macht einfach jede, auch nicht so gute Mannschaft, macht er einfach besser mit seiner Spielweise. Weil er kann einfach jede schlechtere Mannschaft einfach verstärken, indem er vorne die Bälle abschirmt, die Bälle verteilt, die Bälle hält, auflegt und selber vollstrecken kann. Mit Kopf, mit Fuß, mit seiner körperlichen Präsenz. Meiner Meinung nach ist er einfach, deswegen müssen wir ihn noch unbedingt halten. Und er macht jede Mannschaft besser und deswegen wäre 40 Millionen für uns, obwohl wir nur 7 gezahlt haben, das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut. Also wenn du Jovic für 60 bis 70 Millionen losgeworden bist, dann musst du Vater mindestens dasselbe kriegen. Es ist einfach so, ja. Für seine Größe und körperliche Präsenz, so ist es auch einfach technisch unglaublich gut dafür, ja. Und niemals für 40 Millionen. Deswegen, ich denke, das ist Bullshit, ja. Und wenn es nicht, wie gesagt, er sagt es ja auch selbst. Und ich glaube, das ist ein bodenständiger, cooler Junge, der war immer korrekt. Also, er wirkt doch einfach so. Er wirkt halt ehrlich so. Er sagt halt, wie es ist so. Wenn Angebot, ist doch verständlich. Wenn Angebot kommt, dann muss er sich das überlegen und wird wahrscheinlich wechseln, ja. Aber wenn kein Angebot kommt von einem Verein, der viel besser als Eintracht Frankfurt ist, so, dann sagt er auch, ey, ich fühle mich ja eigentlich wohl, dann habe ich auch keinen Grund zum Wechseln, so, ja. Und das finde ich auch korrekt und so muss es auch sein. Ganz einfach. Deswegen, ich glaube nicht, dass da sowas passiert, so, ja. So, dann gab es ja gestern noch das Testspiel, ja, gegen Young Boys Bern. Ich habe es leider nicht sehen können, weil ich verhindert war und ehrlich gesagt nicht wusste, dass es live übertragen wird, ja, aber okay. 1-5 Pleite, okay, ja,
Kennt ihr jetzt diese Leute? Soll es ja auch hier geben. Die jetzt einen Weltuntergang ausrufen. Ja. Die jetzt einen Weltuntergang ausrufen und sagen, boah, wir steigen ab. Katastrophe, unsere Abwehr ist nicht gut. Wir brauchen da, wir brauchen hier. Es funktioniert gar nicht. Das Schlimme ist, diese Menschen sind vielleicht schon 30, 40 Jahre auf diesem Planeten. Ja? Sind mindestens 20 Jahre Eintracht Frankfurt-Fans oder Fußball-Fans. Haben genauso viele Saisons miterlebt und Vorbereitungen und sonstiges, ja. Und Transferphasen und alles, ja. Und ich weiß nicht, liebe Leute, also wie kann man das sonst erklären, so, was stimmt da nicht bei dem einen oder anderen, ja? Ist es nicht so, dass seit 20, 30 Jahren, seit 100 Jahren, seit immer, es doch immer so ist, es sind Testspiele, ja? Nach 9 Tagen Trainingsaufnahme, ja? Wiederaufnahme. Ey, was, also, wie kann man jetzt ernsthaft so sich darüber aufregen? Ja klar, dass sie nicht gut gespielt haben, es war anscheinend, liegt doch auf der Hand bei einer 5-1-Klatsche. Aber jeder Mensch weiß doch verdammte Scheiße, ist doch jede Saison so, ist doch immer so, ja? Es ist ein verficktes Testspiel, es bockt niemanden, ja? Die Mannschaft bockt es nicht, ja? Es geht nur darum, dass der Trainer aufstellen kann, es sind neue Spieler da, es sind alte weg. Er will einfach nur gucken, wer mit wem kann. Er testet einfach, ja? Er sagt denen, ich geht aufs Spielfeld und kämpft und zerreißt euch und riskiert alles, ja? Nein, das interessiert doch keinen Menschen, ja? Der muss einfach gucken. Er hat für jede Position jetzt 2, 3, 4 Spieler. Wo, welche Spieler passen gut zusammen? Wie, welche harmonieren gut? Wie ist der eine schneller? Hat der andere dafür eine bessere Übersicht auf dem Platz? Oder wie kann man das kombinieren? Was ist besser? Lieber 2 schnellere, lieber 2 so, lieber... Es gibt so viele Sachen, die er da ausprobieren muss. Ist doch klar, dass ich nach 9 Tagen, ja, Training, die haben noch gar nichts gemacht, die sind noch gar nicht, ich weiß, bald steht das erste Spiel an, das ist ja auch der größte Nachteil mit diesem 7. Platz und hin und her, aber ihr könnt ja jetzt nicht ernsthaft davon ausgehen, dass diese Quali-Spiele ernsthaft in Gefahr sind, weil Eintracht Frankfurt ein Testspiel gegen Young Boys werden 5-1 verloren hat, ja, wo die auf alles scheißen und sowas, ja. Also ich bitte euch, liebe Leute, ja, natürlich ist kein erfreuliches Ergebnis, aber hey, bis jetzt war es in jeder Saison so, dass wir die Testspiele verkackt haben, ja? Eigentlich war es immer so, wenn die Testspiele dominiert haben, war die Saison scheiße. Aber es war jede Saison so, wenn wir die Testspiele alle verkacken, dann war die Saison gut, ja? Also, lieber so als andersrum, oder? Denkt doch mal drüber nach, ja? Also, regt euch mal bitte nicht auf über diese Pleite da bei Young Boys Bern. Das ist ein scheiß Testspiel, ja? Lacht darüber, lacht, ja? Die strengen sich doch nicht an, die riskieren doch keine Verletzungen und sowas. Seht es doch bei Gibrissot. Das ist doch ein Bullshit. Keiner will sich da jetzt ernsthaft irgendwas antun und sowas. Also lasst mal die Kirche im Dorf, liebe Leute. Kein Grund zur Panik, aber wirklich jetzt, ja. Als ob wir das nicht hinkriegen, diese Quali-Spiele jetzt nur wegen so einem Testspiel, ja. Also, ich hab's natürlich nicht gesehen. Ich weiß nicht, wer jetzt gut war, wer schlecht war. Anscheinend waren alle schlecht und sowas. Aber das kommt, das passiert, liebe Leute. Das ist, wie gesagt, das ist ein Testspiel. Das darf man doch nicht heranziehen, um zu vergleichen, wer wie wo. Natürlich, die wollen sich anbieten und in die erste Mannschaft kommen und durch Leistung überzeugen und sowas. Ja, aber... die trainieren seit 9 oder 10 Tagen, ja. Das ist... mitten im Trainingslager, im ersten Trainingslager wird doch Kondition gebolzt und sowas. Chillt mal euer Leben. Chillt mal euer Leben, ja? Der Adi macht es doch schon, oder? Also, wo kommen wir denn hin, wenn wir unserem Adi nicht vertrauen? Also, gebt den Zeit, den Jungs. Wir haben ja noch 2 Wochen bis zum ersten Spiel. Das wird schon. Das wird schon. Wenn Rode zurückkommt, so wie es aussieht, ist wunderbar. Das letzte Gerücht, was aufgetaucht ist, bevor ich hier losgefahren bin, ist, dass sie Heinz Lindner zurückholen wollen. Ich habe jetzt seine Entwicklung die letzten Jahre nicht weiterverfolgt. Ich kann mir nicht beim besten Willen vorstellen, dass er wieder einfach frei. Oder er ist einfach schon so gescheitert, dass er sagt, okay, 2. Platz, Jackpot, ich komme. ich brauche jeden Euro, ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach sagt, ja, ich komme zurück, weil wir werden mit Trapp in die Saison gehen. So, ich bin ziemlich sicher, ja.
Und jeder andere Torwart, der kommt, wird einfach sich da hinsetzen müssen und Klappe halten erstmal, ja. Und wenn er das möchte, dann ist okay. So, liebe Leute, ich muss los, schreibt gerne, ja. Ich weiß gar nicht, was ich alles erzählt habe, aber wenn ich irgendwas erzählt habe, schreibt eure Meinung dazu. Und ja, das wird schon. Macht euch keine Sorge. Haller bleibt. Rode wird wahrscheinlich kommen. Testspiel, Niederlage, scheißegal. Gibrissot, Verletzung, Katastrophe, wirklich Katastrophe, ärgerlich bis zum geht nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Also das ist einfach blöd, aber was willst du denn machen? Was willst du denn machen? Egal, sehen wir es positiv. Wir können Oktober, November mit einem neuen Spieler rechnen. Ja. Mit einem guten Spieler, ja, auch noch. Und ja, das ist natürlich blöd, wenn du dann die ersten Spiele machst und dann spielt sich eine Mannschaft fest und die ist eigentlich gut, ja. Und dann muss er noch da reinkommen und dann ist es kritisch für ihn auch, ja. Außer wenn die Mannschaft schlecht ist, die gespielt hat, dann kann er eine Verbesserung sein. Boah, das ist so viele, das macht so viele negative Optionen und öffnet so einen Scheißdreck, ja. Ach, so eine Verletzung braucht doch niemand, egal. Also macht's gut, ciao, ciao, schreibt jetzt.